Let's play to Speedrunners. Ja, wie ihr seht, haben wir eine Smash Brothers Folge. Beziehungsweise Map besser gesagt. Ich hasse die Dinger wie die Pest. Aber... ja, was soll ich sagen? Wurde gewählt, muss gespielt werden. Und da bin ich wieder unten. Also ich mag diese Art von Maps so überhaupt gar nicht. Am liebsten würde ich jetzt einfach stehen bleiben. Und nur zugucken, aber irgendwie auch langweilig. Das war jetzt sehr nett. Da hat sie sich ins Aus katapultiert. Und mir einen Punkt geschenkt, weil das wäre sonst auch, das wäre wohl auch sonst so ziemlich der einzige, den ich gekriegt hätte. Ja, und da bin ich runtergefallen. Aber okay, die Lobby ist an und für sich echt okay. Die Hexe hat gewonnen, weil, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, dass wir in der nächsten Runde eine angenehmere Map haben, wo man vielleicht ein bisschen spielen kann und nicht hier so ein... sowas halt. Wie hat es mir gefallen? Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Eure Meinung dazu könnt ihr gerne in den Kommentaren posten. Genau. So. Ich wähle jetzt mal wieder meine Lieblingsmap aus. Mal schauen, was kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, ich habe mit dieser Lobby jetzt gerade eben schon vor der Aufnahme ein Spiel gespielt und die war eigentlich echt cool. Es war einer dabei, der war wohl eher neuer, aber die anderen zwei waren echt angenehm. Und jetzt schauen wir mal, ob sich da jetzt viel geändert hat. Ich hoffe mal nicht. Auf jeden Fall war es vorhin echt lustig, also die paar Spiele, die ich gemacht habe. So, schauen wir mal, was das Rad uns beschert. Oh, Flipped Map. Da bin ich ja mal gespannt. So habe ich das... Die Map habe ich so noch nie gespielt. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Es ist die gleiche Map. Aber halt komplett in eine andere Richtung. So. Die Hexe. Also ich muss sagen, immer wenn ich mit Hexen spiele, bin ich am Fluchen. So, da ist der erste rausgeflogen und da ist der zweite rausgeflogen, und zwar ich. Okay, das ist echt interessant, wenn man mal eine Map, die man echt gut kennt, komplett verkehrt herumspielt. Das ist echt interessant. Und durch das ganze Gegrabbe hier haben wir der Hexe jetzt einen wahnsinnigen Vorsprung beschert, der fast nicht mehr aufzuholen ist. Also die ist wirklich gut. Wie man sieht. So, da habe ich es jetzt gegrabt gekriegt. Mal schauen. Oh! Eisstrahl, ja, das war's. Aber das ist klassisch Hexe. Sobald eine Hexe am Verlieren ist, kommt irgendwelche dunkle Magie zum Einsatz. So. Yep. Und da hat die Hexe gewonnen. Also die ist neu in der Lobby. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich mag sie nicht. Nee, war nur Spaß. Auf jeden Fall ein sehr starker Gegner. Und ja, schauen wir mal, was die nächste Runde bringt. Wieder klassisch meine Map. Ich würde es mal gerne in ja, der richtigen Spielweise sehen. Also nicht flippt. Okay, die Map habe ich jetzt noch nie gespielt. Ich wüsste zumindest nicht wann. Kein Plan, ob meine Gegner die schon kennen.
Ah, das ist mal eine wirklich schnelle Map. Das kann ich jetzt schon mal so weit sagen. So, da ist der erste raus und ich bin auch gleich raus. Das sehe ich jetzt schon. Weil die Hexe, die hat es tatsächlich drauf. Und da hatte sie jetzt echt Glück, dass das genau da passiert ist. Und dass ich, dadurch, dass ich die Map überhaupt nicht kenne, so ziemlich in jedes Hindernis reinlaufe, was nur geht. Aber ich habe sie noch gekriegt. Das ist ja die Hauptsache. Was der Kerl da unten gerade vorhatte, weiß ich nicht. Der ist komplett in die falsche Richtung gelaufen. So. Okay, da habe ich meinen zweiten Punkt geholt. Das ist tatsächlich mal so viele Boosts, die hier rumliegen. Man kann hier einfach eigentlich durchlaufen. Wenn man nicht gerade mit einem Haken gegrabt wird und dann rausfällt. Aber okay, meine Gewinnchancen sind noch relativ hoch. Ich bin momentan absolut führend. Den Punkt holt sich mit Sicherheit die Hexe, weil die hat es echt drauf. Außer sie hat Pech. Oh! War das ihr Ende? War das ihr Ende? Ich bin echt gespannt. Weil dass ich jetzt so ein leichtes Spiel gegen die Hexe habe, hätte ich nicht gedacht. Ja, die war im letzten Rennen tatsächlich recht gut. Aber bei der Map habe ich jetzt tatsächlich das Gefühl, dass sie ja ziemlich random ist, auch die, wie sich die Portale öffnen. Das sah strange aus. Oh, böser Fehler. Ich bin gespannt, ob ich gleich reinfalle, weil ich stehe genau über der Öffnung. Das war nämlich sehr knapp. So. So. Schauen wir mal, die Hexe ist mir auf den Fersen. Schauen wir mal, was es hier bringt. Okay. Wieder ein Rennen zwischen uns beiden. Ich habe einen Haken gekriegt, den ich gerade total verschwendet habe. Okay, das war mein Ende. Ja, also in der Map, Haken einsetzen in der Map ist das tatsächlich eher suboptimal. Über den Boost springen auch. Keine Ahnung, ob ich ihn noch gekriegt habe. Ne, habe ich nicht. Oh, das war mein Ende. Das war mein Ende, ja. Hat der Kerl doch tatsächlich noch einen Haken gehabt. Hab ich nicht mit gerechnet. Okay. Hat die Hexe gewonnen, obwohl ich tatsächlich mit 2:0 in Führung war. Ja, die war nicht schlecht, die Hexe. Also Hexen und Kittis, das sind so meine Nemesis in dem Spiel. Die Map fand ich jetzt auch eher, naja, weil sie mir zu random war. Aber, ne, ich stehe dazu. Ich fand sie nicht gut. Gut, das war's wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin, ciao!